safe. Oh. Oh! Dann nehme ich das doch mit. Soll... Was, hä? Ist hier noch was? Dann war ich in irgendeinem Raum noch nicht. Hm. Jetzt. So. Scheiße! Da war der Sniper. Die Sau. Alter, manchmal muss ich echt mal überlegen. Super. War doch kein Sniper. Ah, halt die Klappe. So, wird aufgeräumt. Ey, das lief ja mal wieder perfekt. Es sind Amerikaner. Oben im ersten Stock. Johnson, überprüft auch die anderen Räume. Erst mal unten, denn... Oh, nachladen. Oben gesichert. So, safe. Welches fehlt mir denn noch? Einmal so. Da. Gehe ich jetzt als erstes nach C wieder. Weiter. Ja, doch, grad da ist der Ausgang. Russische Granate? Was haben sie denn der in der Zuschaffung? Da! Ah! Schön zurückgeschmissen. Wieso? Hier. Oh, Wurfram. Bin mir gerade nicht sicher, ob die einen Hintereingang haben. So. Egal. Geh halt nochmal den Weg zurück. Wäre natürlich cooler gewesen, wenn jetzt hier so noch so ein Hintertür wäre, wo ich dann durchstürmen kann. Bisschen erleichtert. Erstmal hier durchstürmen. Nachladen. Oh, Granate. Hast du meinen Verderben, glaub. Oben setzen wir das ganz klar. So, Granate hoch. Den habe ich aber noch gerade zum Augenwinkel. Na, aber da ist im Augenwinkel, also ich habe da aber zucken sehen. Er zieht durch, zieht die auch und dann passt das. So. Perfekt. Nächstes Gebäude wird wohl die Scheunen sein. Ja. Warum lauft ihr weg? Na, schade. Granate. Den hätte. Na, nö. Ich glaube, da wäre jetzt keine Zeit. Geh ja nicht jetzt links rum. Wo kam der letzte Schuss her? Ah, von oben sehe ich keinen Zappel. Na, hör auf, so lang. Lecken. Perfekt, ganz oben ist nichts. Geh oben nochmal gucken. Gut, ist wirklich nichts. Na, man weiß es ja nie, ansonsten, na gut. Wäre noch einer da gewesen, dann hätte er ihn nicht angezeigt. Als clear. So. Scheiße! Ich dachte, ich komme jetzt da in so einen guten Run durch, ohne zu sterben. Aber leider nicht. Egal. Ah, da kamt ihr her. Jo, ich sehe. Mit einer Granate. Weg da! Gott, du wirst eine Granate. Ich werfe in beiden Fenster halt eine Granate rein.
Perfekt. Hat sich zumindest gut angehört. Ja. Benzinen. Mal kaputt machen. Gott, ich war's nicht. Wie sie alle erschlagen werden. Nichts, super. Nichts. Ne, nichts. Also können sie wirklich nur nach oben sein. Mit einem Sniper. Super. Jo, Teddybär. Jo. So. Da, Sascha. Mit Brabham und McCloskey rauf auf Silo. Halten Sie nach Gegenangriffen Ausschau. Alle anderen bezieht sofort Posten im Randbereich und bleibt wachsam. Okay. Yay, das hört sich ja an. Weg da. Wie nach Sniper-Action. So, mal vorklettern. Lassen. Klettern sonst nur so. So, Marsch. Jetzt. Weg da. Hätte hier denn ein Scharfschützengewehr gestanden? Zielfeld. Sie auf feindlichen Gegner. Jo, wäre sogar eins. Hey, gar keins mitnehmen brauchen, aber naja, egal. Ich hab jetzt wenigstens. Warte schon. Da kommen sie! Deutscher Gegenangriff! Wo denn? Rebel! Schaffen Sie es zu Colonel Blake und besorgen Sie uns Verstärkungen! Ich war schon zart! Hier ist Dog 5, Ziel eingenommen bei Sammelpunkt. Ach da. Feindliche Infanterie greift verstärkt an. Perfekt. Da ist eine. Dog 5, hier Baker 6. Es sind ein paar Shermans zu Ihnen unterwegs. Was sollen wir denn mit Sherman? Mit Respekt, Sir. Ich glaube nicht, dass wir lange durchhalten. Ende. Ah, das geht schon mit Scharfschützenunterstützung. Oh, Verstärkung in 2,5 Minuten circa. Wo ist er? Weg da. Stört. Wo ist er? Ach, nee, hä? Doch, da. Perfekt. Da sind die nächsten. Guck mal jetzt an, das wurde doch eine. Das wurde doch besetzt. Nördlich. Perfekt, konnten sie noch nicht mal aufstellen. Cool, konnten sie auch nicht aufstellen. Das leuchtet super. So. Da vorne habe ich noch ein Ziel gesehen. Den erlösen wir mal. Süden. Hä? Ach, da hinten. Oi! Zwei mit einer Kugel. Haben sie gekriegt? Gut, den haben sie auch. So, jetzt haben wir noch 45 Sekunden durchzuhalten. Hinter der flachen Mauer. Da. Bam. So, das Mörser-Team war auch mal 30 Sekunden noch. Haben sie noch eine Wurfkramme? Kannst du vergessen, dass ihr jetzt noch irgendwelche Mörser besetzt? Vergesst es. Vor allem die Mörser ist doch so schwach sind, so dicht auch, ja, aufzustellen. Oh, da. Oh. Da, Schiff. Den habe ich noch. Osten? Da sind sie. Perfekt.
Wo denn? Wo lädt ihr denn hin? Auf den da. Sag doch was. Also nochmal Shermans. Oh, sieht doch super aus. Ist doch gut gehalten worden, die Stadt. Ah, kommt von jeder Seite Shermans. Super optimal eingehalten. Schön umzingelt worden. Von den Shermans, also dass keiner mehr raus kann. Super. Trupp, bei mir formieren. Schnell. Jo. Jawohl. Weg da! Mal nicht runterfallen, sonst geht bloß tot. So. Ah, gibt's hier auch eine schnelle Lösung? Scheiße. Ah, stimmt, die Abkürzung. So, hopp, hopp, hopp. Und hoppa. Scheiße. Ich dachte, ich kann jetzt so schön abkürzen, aber nö. Natürlich nicht. Ist ja mal gay. STG. Da. Ob ich das nochmal schießen darf? Nö. Schade. Gut so, ihr Männer. Alle Sektoren sichern. Wir treffen uns in einer Stunde hier. Wegtreten. Was denn, dich? So, bäm. Das Schützen der rechte andere ist die ehrenvollste und schönste Art zu sterben. Nächste Mission. Okay, ich glaube, das Spiel ist schon wieder abgeschmiert. Ah, im Moment. So, da bin ich wieder. Spiel ist abgekackt. Spiel fortsetzen, ja. So. Spiel fortsetzen? Ja. Spiel fortsetzen? Ja. Was? Moment. So. Ihr habt mich ja eben gerade im Hauptmenü umher einsehen. Ja, keine Ahnung. Der Spielstand war weg. Ja, jetzt habe ich... Zum Glück gibt es ja die gute Missionsauswahl. Ich habe eben die Mission auf leicht nochmal fix durchgespielt. Ja, das waren, keine Ahnung, 5 Minuten, wo ich durch war. Und ja, nächste Mission. Call of Duty 2. Call. 1944. 11. Juni 1944. Nur ein paar Meilen östlich der amerikanischen Landestrände in der Normandie kämpfen die Einheiten des britischen Commonwealths um die Einnahme der Stadt Caen. Hier müssen sie sich der überlegenen Feuerkraft der Elite-Panzerdivisionen entlang der deutschen Verteidigungslinie stellen. Um die Oberhand zu gewinnen, werden die Veteranen der Desert Reds der 7. Panzerdivision entsandt. Ihre Mission: die Westflanke der deutschen Verteidigung zu durchdringen und einen Zugang zur Stadt Caen freizuräumen. So, 11. Juni 1944, 14.30 Uhr. Command. Command, keine Ahnung. Spricht man ja so anders aus, Franzosen. Frankreich teils bedeckt, 20 Grad. Die Schlacht um die Einnahme von Caen hat sich festgefahren. Um das Gleichgewicht zu unseren Gunsten zu verschieben, sollen wir um die westliche Flanke der Panzerdivision herumziehen, die die verschiedenen Routen in die Stadt schützt. Wir sind die Ersten, die es über die westliche Flanke versuchen, daher weiß niemand, auf was die 7. Panzerdivision hier treffen wird. Unsere Infanteristen müssen vorausstürmen und dürfen es als Erstes herausfinden. Bäm. Kriegsgefangene. McGregor führt Trupp 2 die Straße lang und greift die Deutschen von rechts an. Wir helfen ihnen, indem wir durch den Obstgarten gehen und die Deutschen gut beschäftigen. Los jetzt! So. Da das ja noch auf leicht ist und ich jetzt schon insgesamt, keine Ahnung, fast 3 Stunden aufgenommen habe, reicht's wieder. Ich muss den ganzen Scheiß dann jetzt erstmal wieder rendern. Ja, diese Aufnahme war super positiv. Nicht allzu viel wieder mal gestorben, war mir von vornherein nicht so klar. Dachte, ich sterbe jetzt wieder mehr. Aber bin wieder gut durchgekommen. Hat auch super Spaß gemacht ab und zu. Ja gut, habt ihr fast Ausraster miterlebt, weil es einfach nur gesackt hat. Naja, hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich bin euer Adlerwacht 1993. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.